erfüllt, dass ich zur exakt selben Zeit hier auftauche, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil, wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Moment mal, was? Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich hab nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt ist auch gut ich, so. Wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich hab deine dämlichen Witze satt. Welche Witze? Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und Nein. Zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Mir auch. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass Sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Nicht. Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Also, nur um sicher zu gehen, welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Also da gucke ich auf meine Uhr. Touché. Da steht auch so drauf, beispielsweise, dass wir heute Mittwoch haben, den 1.7. und dass es jetzt 16.25 Uhr ist und 20 Sekunden. Und ich wollte nur eine Stunde aufnehmen und habe um 3 Uhr angefangen, ja. Aber ich will das hier unbedingt noch machen, mit Mr. Marconi und so. Das ist voll cool. Und ich muss unbedingt auf die Toilette. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt. Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Nee, ich muss jetzt unbedingt auf die Toilette, aber ich will es noch mal. Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Was? Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Oh, ich muss auf die Toilette. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. So, wollen Sie mich hier umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Ich würde das gerne hören, aber ich muss jetzt auf die Toilette. Ich lasse es laufen. Und bin kurz weg. Also, bis gleich. Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern, aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen. Ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College.
Ah, das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich. Du nimmst niemals was ernst. Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Tut das ja auch nicht. Du findest dich nochmal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkel. Mein Geld. Jetzt. Ah, ich finde es so geil. Okay, aber hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay. Es ist nur das, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abziehen. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Oh, doch. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja. Der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Hab ich gestern was bei Matt vergessen? Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst, aber du kommst jetzt besser sofort her oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wär's Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Ja, ja, ja. Oh, da ist ja noch der Penner. Also ich habe jetzt keinen Nerv dazu, nochmal mit dem Kramer zu reden. Das mache ich in der nächsten Folge. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Ja, wegen der Katze. Reden wir mal mit dem Penner. Sieh an, wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagt, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raumzeitkontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes der sagen? Hund, der ich meine, klar, da. Du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln. Aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge.
Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind? Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeit-Gefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay? Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du, jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde. Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Okay. Dazu sage ich nun natürlich, Kamehameha! Ich konnte das mal besser. Aber das kann ich immer noch. Special Beam können! Bei. Auch nicht mehr so. Und das kommt aus Dragon Ball Xenoverse. Bei meinem Prozessor werde ich es wieder spielen. Und ich sollte mir den Season Pass mal holen. Und dann mache ich vielleicht mal ein Video dazu. Irgendwann. In 200 Jahren vielleicht. Wer weiß das schon. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Nicht Murmeltiertage. Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben. Gehe von Gasse zu Gasse in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Denk mal, damit werden die Leute, die diese Spiele spielen, gemeint. Aber auch nur vielleicht. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay, wo bin ich? Du bist hier, in der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Selber schuld. Oh, was mir einfällt, ich habe ja gesehen, da es soll ja, ich glaube, im November war es oder so, am 29. oder so. Übrigens hat mein Vater Geburtstag. Ich glaube, an dem Tag kommt auch, Dings raus. Knights of Pen and Paper 2. Das werde ich auch gleich dann spielen. Zu kaufen und spielen und dann. Weil Knights of Pen and Paper 2 toll ist. Mit besseren Animationen, Grafik und so, alles cool. Aber ich werde es mir erstmal anschauen dann. Und euch dann Bescheid geben. Wobei ich zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich eher mehr Fallout 4 spiele, aber wir werden sehen. Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Mal was anderes.
Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt 16.39 Uhr. Ja, aber ich warte noch ein bisschen. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Nur ein Typ, der Zeitung liest, scheint voll bei der Sache zu sein. Und dann hätte ich eigentlich schon wieder 5 Folgen. Und zudem passt mir das auch ziemlich, weil ich habe jetzt keinen Bock, mit Kramer zu reden. Ich habe keine Lust mit dir zu reden. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit. Ja. Habe ich auch so. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden. Aber ich will noch irgendwo hingehen. Ich will... Ja, ich muss... Ich sollte zu Matt fahren. Genau, zu Matts Wohnung. Jetzt ist 16.40 Uhr und dann würde ich sagen, beende ich hier dann auch. In dem Spiel nicht sterben, ich weiß ja nicht. Oh, da ist ein telefonierender Typ. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist voll ins Gespräch vertieft. Übrigens, der Murray ist nicht da und der Dingstyp ist auch nicht da, aber dafür der. Aber ich würde sagen, dann speichere ich mal. Hier, speichern. Ja. Und dann würde ich sagen, dass... Ja, okay. Machen wir es hier. Dass ich an dieser Stelle aufhöre. Dann würde ich sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Natürlich Sunbrows. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.